Er hat herausragende Qualitäten im Spiel mit Ball, ist unwahrscheinlich schwer vom Ball zu trennen, hat den Blick nach vorne, also kann Mitspieler einsetzen, sodass sie eben dann da Aktionen nach vorne weg starten können. Darüber hinaus wird er selber auch torgefährlich, brutal schwer vom Ball zu trennen, aber nicht nur, dass er dann nach hinten wegspielt, sondern er sucht immer die offensive Lösung. Und darüber hinaus ist er vom Typ her extrem weit. War Führungsspieler bei uns in der Amateurmannschaft, hat da wichtige Aufgaben übernommen gehabt innerhalb des Teams. Herzlich willkommen zum dritten Part unserer Spielerkarriere hier in FIFA 20 und ihr seht es schon, es ist das erste Mal, dass wir wirklich in der Spielerkarriere drin sind. Bis jetzt hatten wir ja lediglich Story-Elemente, unsere Geschichte zuvor, dass wir in der dritten Liga angefangen haben zu spielen, dass wir unser erstes Spiel für die Bayern hatten und jetzt sind wir auf Leihe nach Werder Bremen, erstmal für ein Jahr und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ob wir zu Bayern gehen, ob wir vielleicht nochmal verliehen werden, ob wir vielleicht länger in Bremen bleiben oder ob uns es vielleicht doch ins Ausland ziehen wird. Diese Geschichte werden wir also hier in dieser Spielerkarriere begleiten, nach wie vor mit unserem Spieler Maximilian Pelke. Falls er jetzt hier irgendwie ein bisschen anders aussieht, ich muss ihn natürlich neu erstellen, aber ich glaube, er sieht schon sehr, sehr ähnlich aus und fast gleich zum Maximilian Pelke aus den vorherigen Folgen. Wir haben jetzt hier die Rückennummer 20 bei Werder Bremen. Eigentlich haben wir ja die 23, die hat aber der Rechtsverteidiger, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wer es ist. Das gibt's ja nicht, dass ich das nicht weiß, also wirklich, das ist wirklich ganz, ganz schwach von mir natürlich. Gebre Selassie, what the fuck, wie kann man das jetzt nicht hier wissen, ist ja auch völlig egal. Also, wir sind jetzt hier, das ist die erste E-Mail an uns, und ich würde sagen, wir starten erstmal rein und gucken mal, wann wir unseren ersten Einsatz bekommen. Zuvor wird natürlich das erste Mal trainiert, die Trainings werden wir immer simulieren, damit das nicht zu OP ist. Außerdem habe ich auch nicht diese 5% mehr Trainings-EP habe ich nicht drin, heißt wir entwickeln uns nicht ganz so schnell, aber wir werden natürlich trotzdem uns unfassbar schnell entwickeln. Und dann gibt es auch gleich das Debüt für uns für Werder Bremen in diesem Testspiel. Wir werden pro Folge immer zwei Partien spielen. Aber ich denke, die Testspiele werde ich ganz kurz halten und so, dass wir heute noch in die erste richtige Saison reinstarten. Los geht es also ins erste Testspiel für uns hier im Trikot von Werder Bremen. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Das Ganze können wir hier eigentlich mal überspringen, denn die Aufstellungen werden ja eh nicht gezeigt. Wir haben soweit die aktuellen Kader, also Davy Selke spielt bei uns. Ich habe jetzt noch keine Schuhe ausgewählt, weil das gehört ja auch weiterhin zur Story. Und ja, ihr habt es im Intro bereits gesehen, die Bayern sind nach wie vor überzeugt von uns, aber wir müssen uns hier erstmal auf dieser Leihe durchsetzen und zeigen, was wir so drauf haben. Pelke für Davy Selke, Davy Selke zurück auf Pelke und da konnten wir uns das erste Mal nach vorne mit einschalten. Also hier gleich Halbzeit, wir machen ein gutes Spiel, haben eine 7,0er, jetzt hier schlechtes Stellungsspiel, kickt mal wieder rein. Aber wir machen ein richtig gutes Spiel. Das war jetzt mal eine ganz schlechte Aktion, selten zu sehen. Aber ansonsten, wir sind gut in den Zweikämpfen, haben viele Pässe und sind ein echter Bestandteil hier im Team. Pelke, das ist Rashica. Und wieder Pelke. Pelke, probiert es einfach mal. Warum denn nicht? Also wir kommen auch mal zum Abschluss hier. In der zweiten Halbzeit wird leider abgeblockt. Aber wir machen hier richtig gut mit. Also wir stehen hier neben Eggestein auf der Doppel-6 und ja, ich würde sagen, dass wir hier aktiver sind als Eggestein. Pelke, Rashica hat ein bisschen Platz. Vielleicht das ja jetzt hier das 1:0. Jawohl, da sind wir. Da sind wir und wir waren ganz doll dran beteiligt. Wir haben das Ding hier nach einem Eckball wieder scharf gemacht. Und da bin ich auch gleich hier mit Maximilian Pelke direkt neben Selke. Und ja, geil, Alter. Ich freue mich übel. Das ist ein richtig lahmes Testspiel tatsächlich. Aber es macht trotzdem extrem Bock. Weil wir sind richtig in der Partie drin. Hier machen wir das Ding wieder scharf auf Rashica. Der steckt weiter durch zu Selke. Und sind somit gleich an einem Tor beteiligt. Was ein Einstand für uns. Davy Selke, der Leihspieler von der Hertha, macht hier das Tor. Dann ist Schluss. Wir haben unser erstes Spiel für SVW, für Werder Bremen hier und heute abgeschlossen. Es war echt ein Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben richtig, richtig überzeugt, meiner Meinung nach. Und
Eigentlich macht das richtig Bock auf mehr. Davy Selk am Ende mit dem Tor. Wir haben das Ganze eingelitten und waren echt gut dabei. Ja, hier sieht man das ja auch nochmal. Also Schüsse 100%, was auch immer das heißen soll. Pässe 92%. Richtig, richtig gut. Ja, einfach geil. Also keine Dribblings, aber das brauchen wir als Sechser auch nicht unbedingt. Zweikämpfe 100%, also das ist richtig gut. Stellungsspiel abgefangen, sehr stark. Zweimal auch schlechtes Stellungsspiel, ja okay. Aber das war auch wieder so FIFA schlechtes Stellungsspiel. Also richtig guter Auftakt von uns. Hier müssen wir das auch nochmal sehen. 7,7, 90 Minuten gespielt. Exzellentes Spielverständnis, beeindruckende Übersicht, gute Zweikampfarbeit, schöne kurze Pässe. Das ist doch mal echt ein richtig gutes Resultat und das macht Lust auf mehr. Ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, dass wir gleich bis zum ersten Spiel gegen den HSV gleich das Nordderby vorsimulieren, weil ich will jetzt nicht hier jedes Spiel der Vorbereitung machen. Ich werde ja noch genug mit Pelke zocken. Das war jetzt ein guter Einstand, aber jetzt will ich auch wirklich richtig loslegen. Wir haben die ersten Ziele bekommen. Eine erwartete Durchschnittsspielbewertung von 6,0. Mindestens ein Spiel ohne Gegentor und 42% Zweikampfquote. Das ist alles auf jeden Fall machbar. Jetzt heißt es nur, wir sollten auf jeden Fall auch mal spielen. Die nächsten Partien sind für uns absolut machbar. Beim Derby gegen Hamburg müssen wir alles geben. Das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass wir spielen. Die erste Ernüchterung gegen Hamburg spielen wir schon mal nicht. Wir müssen das Ganze leider simulieren. Ich hoffe natürlich, dass unsere Mannschaft trotzdem gewinnt. Groß spielt einfach. Füllkrug, Hinterseher. Ja, das ist ein 1-1. Das ist okay. Das ist das Derby. Da will man doch irgendwie schon mehr. Hamburg ja als Aufsteiger. Aber ich hätte schon gerne selbst gespielt. Und jetzt meldet sich der Trainer bei uns. Da du nun schon länger nicht mehr zum Einsatz gekommen bist, habe ich mich entschieden, dir eine Chance zu geben, damit du zeigen kannst, was in dir steckt. Du wirst in der nächsten Partie aufgestellt. Wirst. Lost, Alter. Gib also alles und beweise mir, dass du ein unverzichtbarer Teil dieses Teams bist. Also unverzichtbar für einen 18-Jährigen, okay, aber wir spielen auf jeden Fall im Spiel gegen Hoffenheim und ich habe richtig Bock, rein da. In Sinsheim geht es also in unser zweites Bundesligaspiel, denn wir haben ja schon einmal eins für die Bayern absolvieren dürfen, dort gegen Wolfsburg auch gleich die Meisterschaft feiern dürfen. Also wir haben ja bereits einen Titel und ich sehe, Hoffenheim hat sich mit Pavard verstärkt. Bei uns ist Doucouré ein neuer Spieler, also Wahnsinn, groß spielt natürlich trotzdem. Anthony auch noch neu, also der Verein investiert auf jeden Fall ordentlich und wir sind natürlich auch ein Investment in die Zukunft. Erstmal ja ausgeliehen vom großen FC Bayern, Torres, wow, also Werder Bremen will wieder in die Spitze und ich würde diesen Weg sehr, sehr gerne mitgehen, denn Werder Bremen ist ein wirklich absolut geiler Verein, die Nummer 2 in der Bundesliga für mich. Baumann im Tor bei der TSG, nach wie vor sehen wir die Namen nicht. Stafelidis, Hübner, Akpoguma und Pavard. Dann Samaseku, Zuba und Grill, Tisch oder wie der heißt, Grillisch, den kenne ich nicht. Ünder und Kramaric im Sturm. Und ja, das bringt uns hier leider überhaupt nicht diese Anzeige, weil FIFA es immer noch nicht hinbekommen hat, den Bug zu lösen. Bei uns sehe ich Füllkrug als auch Selke im Sturm, also ein Doppelsturm heute mal wieder. Bin ich gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Pavlenka natürlich im Tor. Und davor dann Groß, Vogt, Toprak, zwei Leihspieler, Anthony, Pelke, Doucouré und Ferran Torres. Davor dann Rashica und Füllkrug und vorne drin Selke. Also wir spielen im Mittelfeld mit 3-9, Eggestein nicht in der Startelf. Das ist interessant. Ich hoffe, dass der nicht verkauft wurde, weil das wäre echt ein bisschen bitter. Pavlenka schweißt die Mannschaft zusammen. Ich habe richtig Bock, rein ins Spiel. Pelke, weiter für Selke und wieder zu Pelke, nochmal Selke. Das ist ja hier ein Namensduo und dann ist da Pelke und das ist der erste Abschluss. Abgeblockt noch vom Verteidiger von Hoffenheim und dann müssen wir dahin, sind zur Stelle. Pelke im 16er, kann die Flanke schlagen für Davy Selke und der mit der ersten richtig guten Chance für die Bremer. Und das wäre beinahe unsere erste Vorlage gewesen. Baumann weiß aber, wie man ja solche Dinger hält und das macht er hier richtig gut. Pelke wieder, nächste Reingabe hinten wartet Doucouré und wieder ist das der nächste Abschluss und Anthony hat sich verletzt bei uns. Bitter, schon wieder ein Verletzter. Im Testspiel hatte sich bereits Veljkovic verletzt. Klaassen kommt jetzt rein für ihn.
Oh, das ist die nächste Chance, das ist das 1-0. Davy Selke auf Doucouré und das ist das 1-0. Wir führen durch Doucouré, durch den Neuzugang von Watford. Was ein Transfer und natürlich sind wir wieder ganz vorne mit dabei beim Jubeln. Das haben wir auf jeden Fall schon gut geübt. Nicht nur bei Bayern, sondern auch hier in Bremen können wir das richtig gut. Das ist ein sauguter Schuss vom Franzosen und das ist die Führung für uns. Oh, die Flanke und fast der Ausgleich. Aber Pavlenka und ich glaube Groß, die konnten das hier irgendwie noch klären. Ecke, oh, wunderbarer Steckpass für Rashica, das war richtig gut gespielt. Aber leider läuft Milot Rashica da nicht durch. Das wäre sonst die Mega-Chance gewesen, nochmal versuchen wir es. Aber diesmal abgewehrt. Jetzt kommt Hoffenheimer wieder in den Rückraum gespielt. Und das war die richtig große Chance für den Ex-Bremer, für Grilic. Kurz vor Schluss kommen wir nochmal. Wir sind mitten dabei im Angriff. Probieren wir es hier nochmal mit einem eigenen Abschluss und dann laufen die letzten Minuten. Dann ist Schluss. Wir gewinnen unser erstes Spiel mit Werder Bremen mit 1-0. Auswärts in Hoffenheim. Richtig geil. Wir haben eine echt gute Partie auch wieder gemacht. Und das gucken wir uns jetzt hier nochmal an. Hier, das war unsere beste Aktion, würde ich fast sagen. Der Trick und dann die wunderbare Flanke auf Selke. Leider war Baumann. Naja, am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Hier nochmal die Übersicht, 4,2 wahrscheinlich, 7,4, richtig gut, 100% Schüsse, 90% Pässe, das ist gut, ansonsten Zweikämpfe war heute nicht so gut, das stimmt, aber war alles in Ordnung, würde ich sagen. So, dann hier nochmal das Feedback vom Trainer, du machst das richtig gut in dieser Saison, klasse Pässe, die Pässe sind definitiv unsere Stärke, bevor du einen Pass nach vorne schlägst, hallo, bitte nochmal, musst du deine Option abwägen, du hast den Ballbesitz völlig unnötig abgegeben, ja, ich versuche halt immer wieder diese Langbälle von Schweinsteiger hier zu imitieren, das klappt noch nicht so gut, klasse Übersicht, hier, jetzt hier wieder der Gegenspruch, ja gut, du hast Probleme. Ja, das Timing, Alter. Abseits. Ich habe einmal einen Pass ins Abseits gespielt. Ansonsten nichts. Der andere Aufsteiger Bielefeld verliert 0-3. Auch interessant. Wir trainieren und ich hoffe, dass wir noch ein Heimspiel mitnehmen können in dieser Folge. Mit dem Heimspiel gegen Augsburg wird es leider schon mal nichts. Dort werden wir nicht spielen. Bittere Geschichte, aber ich hoffe, dass wir wenigstens gewinnen, jawohl, durch Selke 1-0. Auch gegen Union Berlin, was ja auch ein cooles Stadion gewesen wäre, stehen wir leider nicht in der Startelf. Wieder spielt Gruev, obwohl der kurzzeitig verletzt war. Der nimmt uns aktuell meinen oder unseren Platz da ein bisschen weg. Oder Klaassen, der spielt eigentlich auf unserer Position. Wir gewinnen 3-0, Doppelpack von Selke und ein Tor von Klaassen. Ja, unsere Ziele konnten wir fast alle erreichen, nur das mit den Zweikämpfen hat nicht so gut geklappt. Aber wir haben ja auch nur ein einziges Spiel spielen dürfen, aber war eigentlich ziemlich gut. Und so kann es gerne weitergehen, nur bitte mehr spielen. Wir haben unsere neuen Ziele erhalten. Unter unseren nächsten Partien sind ein, zwei schwere Brocken, aber das sollte uns nicht vom Punktesammeln abhalten. Dortmund wird es uns ganz schön schwer machen, denke ich. Da muss jeder sein Bestes geben. Ja, Leipzig wird auch nicht leicht. Unsere Ziele sind 6,0, ein Spiel ohne Gegentor, 40% Zweikampfquote. Erreiche eine Quote von 60% angekommenen Pässen. Wir sind bei 90% jedes Spiel. Also das werden wir locker schaffen. Nur die Zweikämpfe, das ist aktuell so unser kleines Manker. Ja, und gegen Leipzig zu Hause spielen wir dann noch gleich mal nicht. Es wäre natürlich übel geil, wenn wir gegen Dortmund spielen würden. 1-2 verlieren wir das Ganze. Mukiele, Kampel und Füllkrug mit den Toren und Pavlenka angeschlagen. Ich hoffe, der wird sich nicht verletzen. Und leider fehlt uns tatsächlich Pavlenka 2 Monate lang. Das ist echt bitter, das wird uns deutlich schwächen. Und auch gegen Dortmund dürfen wir leider nicht spielen und das wäre so ein geiles Spiel gewesen. 2. gegen 5. Mann, hätte ich da Bock drauf gehabt, aber naja, wir müssen uns als junger Spieler nur mal hinten anstellen. 4-0 Klatsche wird es am Ende. Ja, Depay spielt einfach bei Dortmund, alles klar. Ja, und auch heute gegen Frankfurt werden wir wieder nicht berücksichtigt. Auswärts also gegen Frankfurt. Ich hoffe, wir dürfen im Heimspiel wenigstens spielen. 4-1 die nächste Niederlage. Und endlich spielen wir wieder gegen die Hertha zu Hause. Dürfen wir unser erstes Heimspiel bestreiten. Endlich nun also unser erstes Heimspiel im Weserstadion mit lebenslang grün-weiß im Hintergrund. Wie geil ist es denn bitte? Erstes Heimspiel. Campino bei uns im Tor, Pavlenka fehlt gegen den Hauptstadtclub, gegen den Big City Club
Und ich bin gespannt, die sind auf Platz 6 aktuell. Wir sind nur noch 10. nach mehreren Niederlagen in Folge. Hier seht ihr das Ganze nochmal. 5 Punkte Unterschied. Wir wollen gewinnen, um wieder nach oben zu kommen. Ich will nach Europa mit Bremen. Ganz klare Geschichte. Spieler im Fokus, Davy Selke, 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Derozun hat gleich 4 in den letzten 3 Spielen gemacht. Also beide sehr, sehr gut drauf. Davy Selke auf unserer Seite soll heute natürlich wieder treffen. Und ja, ich hoffe, wir können jetzt mal einigermaßen auf die Aufstellungen raufgucken. Und ich würde sagen, damit starten wir. Starten wir nun also mit unserer Aufstellung. Campino, wie bereits gesagt, in der Tor. Groß, Vogt, Veljkovic davor. Wir zusammen mit, ja, Şahin und Bartels und ich weiß gar nicht, wer da noch war. Selke, Osako, Eggestein. Ich weiß nicht, wer rechts gespielt hat. Ich glaube mit der 10. Wer ist das denn? Ist das Rashica? Ne, hat die 7. Naja, ist auch egal. Jahrstein im Tor bei der Hertha. Mittelstädt, Boyata, Rekic und Petritsch oder wie der heißt. Grujic und dann, oh, Neuzugang. Und Piatek vorne drin. Piatek, das wird nicht leicht, den zu verteidigen. Marius Wolf, Ex-Dortmunder, und dann gehen wir rein in die Partie. Für mich als absoluter Dortmund-Fan ist es natürlich richtig geil, hier jetzt neben, ja, Nuri Şahin im Mittelfeld zu stehen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, wo wir ganz, ganz viel von lernen können. Oh, Pelke auf einmal frei durch. Maxi Pelke, oh, wird noch abgefälscht. Erste große Chance nach 40 Minuten. Ich glaube, vorher habe ich noch nicht eine Szene hier gezeigt, denn es war einfach nichts los. Ja, Union Berlin kam nach vorne, haben immer wieder ins Abseits gespielt. Ansonsten war nichts los. Jetzt hier mal die Ecke hoch rein. Und dann beinahe hier noch der Fehler. Aber ich glaube, daraus entsteht auch nichts mehr. Und schon wieder gibt es einen Verletzten bei uns. Sag mal, gibt es auch mal ein Spiel ohne Verletzte? Das ist ja wie ein Echt hier bei Werder Bremen. Bittencourt muss raus. Wer kommt für ihn, ist die Frage. Anthony ist gerade wieder fit geworden. Kommt er jetzt rein? Nein, Lang kommt rein. Der Leihspieler von Gladbach. Ja, mal gucken, ob das so eine gute Idee ist. Pelke, Lang läuft mal durch. Lang kriegt den Ball. Lang muss querlegen für Pelke. Och nee, ich dachte nicht, dass der zu mir schießt. Ich dachte, der würde zu jemand anderem spielen. Und jetzt kriegen wir mal wieder schlechte Stellungsspiel reingedrückt. Weiter geht es. Pelke auf Rashica. Rashica, was macht er draus? Nochmal zu Lang. Wieder. Ah, Mann, Alter, wir kommen hinten da einfach bei der Hertha nicht durch. Die spielen richtig gut hinten und nach vorne geht in der zweiten Halbzeit kaum was von der Härte. Pelke legt ab für Davy Selke. Das ist es! Das ist es! Das ist es! Erste Vorlage. Auf Davy! Auf Davy, Junge! Puh. Tief durchatmen. Richtig gut gespielt von uns. Von der ganzen Mannschaft. Von der ganzen Mannschaft. Das ist eine Leistung vom Team. Wir machen die Vorlage. Davy Selke haut das Ding rein. Und wir werden dieses Spiel gewinnen. Wir werden es gewinnen. 6 Minuten noch zu gehen. Und ja, Florian Kohfeldt kann sich auch richtig freuen. Und das zu Recht. Wir führen dank Davy Selke und natürlich dank Maximilian Pelke. Pelke nochmal auf dem Weg. Schaffen wir noch den Konter oder wird einfach abgepfiffen? Es wird abgepfiffen. Es ist aus. Wir gewinnen wieder 1:0. Wir spielen zu 0. Und wow, wow. Erste Vorlage mit 18 Jahren im Profifußball. Das lässt sich sehen, beziehungsweise in der ersten Liga. Profifußball haben wir ja schon lange gespielt, in der dritten Liga bei Bayern 2. Davy Selke macht wieder ein Tor und wir gewinnen gegen die Hertha. Was ein geiles Happy End für diese Folge. 7,8er Bewertung. Schüsse, ja, keiner aufs Tor gegangen. 98% Passgenauigkeit. 30 angekommen auf kurz. Das sind angenommen, okay. Angekommen. Lost, Alter. 30 kurz. 19 Mittel, kein Langball heute gespielt, weil die Hertha einfach viel zu tief dafür stand. Eine Vorlage gemacht, 3 wichtige Pässe, ein einziger mittlerer ist misslungen, ein einziger mit 18 Jahren. Wow, also heftig. Dribblings vergessen wir wie immer, Zweikämpfe wie immer schlecht, aber das ist ja auch irgendwo normal bei unserem Spielstil, denn wir sind nun mal der Spielmacher und nicht der Zweikämpfer. Gucken wir noch aufs Feedback vom Trainer. Heute wieder 2 rote, aber ein Sternchen sogar. Wieder mal eine tolle Leistung bei den Pässen. Deine Pässe kommen einfach immer bei den Kollegen an. Und das stimmt halt einfach. Mit solchen effektiven Rückpässen behält man die Kontrolle über das Spiel. Toni Kroos lässt grüßen. Stürze dich nicht immer Hals über Kopf in die Zweikämpfe. Das stimmt. Was stand da noch? Wir müssen im Mittelfeld besser mit dem Ballbesitz umgehen.
Gerade sagt er noch Rückpässe, sehr guter Ballbesitz. Jetzt machen wir es auf einmal schon wieder nicht. Naja, ein bisschen widersprüchlich, ist aber völlig egal. Wir gewinnen nämlich gegen die Hertha und sind damit, glaube ich, irgendwo gut im Mittelfeld. Genau, Platz 10, das ist ziemlich Mittelfeld. Dann würde ich gerne mir noch die Resultate irgendwie... Erstmal gucken wir, was ist mit Bittencourt. Und 8 Wochen fehlt er. Wow, bitter. Und wow, was für ein geiles Bild da oben. Das sieht schon richtig cool aus. Wir trainieren nochmal und dann würde ich gerne mir noch die Auswertung unserer Ziele angucken. Und dann geht's nächste Woche in die nächste Runde, in den nächsten Monat. Ja, hier die Auswertung unserer Ziele. Das Einzige, was wir wieder nicht geschafft haben, sind die Zweikämpfe. 33% nur da, 98% Pässe. Wow, einfach nur wow. 7,8er Bewertung zu 0 gespielt. Das ist ein richtig guter Monat gewesen. Mit diesem wunderbaren Bild hier im Hintergrund beende ich dann auch diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Vielleicht auch mal unseren ersten Sponsoring-Vertrag unterschreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre der absolute Wahnsinn. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.